eskaliert. Wenn jemand zu mir nochmal sagt, ich würde eskalieren, ne? Der kennt dich noch nicht. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, nun ja, von Unboxings meiner Boxen, die sich so in meinem Abo befinden, hin über Make-up, Pflegehauls, eigentlich alles, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer von Herzen hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und heute, ich bin schon gerade am Grinsen, weil ich immer noch am Überlegen bin, wie ich euch das jetzt zeigen soll. Denn die liebe Jenny von Jenny's Beauty World und ich haben einen Tausch-Adventskalender gemacht. Und ja, Ira ist jetzt bei mir angekommen und er schreit ganz laut meinen Namen und sagt, öffne mich jetzt endlich. Und Leute, ich muss lachen. Es ist ein, ja, Oschi ist gar kein Ausdruck mehr. Jenny, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und sie hat mir noch geschrieben, ja, erschreck dich bitte nicht, wenn es ankommt. Aber Jenny, doch, du weißt, ich habe mich erschrocken. Hallo. Ich hoffe, ihr könnt mich auch noch erkennen. Guckt euch mal das an. Da hat er so eine kleine Macke schon abgekriegt, aber sonst scheint er den Transport ganz gut überstanden zu haben. Oben hat er auch Vorsicht, ich habe Angst, Vorsicht Glas draufgeschrieben. Und Leute, ist das nicht, also ich sterbe vor Neugierde und ich bin, wir gucken da jetzt gemeinsam rein. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das machen soll. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, und der ist schwer. Was uns im Innern erwartet. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mit. Und ich reiß das jetzt einfach mal hier auf. Okay. Wir haben von Tagebaumarkt einen Karton. Also er ist nochmal zu. Ich muss jetzt mal eine Schere holen und ihn aufschnitzeln. So, ihr Lieben, das ist der Blick da rein und guckt euch das mal an. Wenn man so einen ersten Blick hat, da kommt hier gerade, ach du lieber Herr, wie cool sieht das aus. Ich glaube, das hat sie selber gebastelt und wie, oh mein Gott, hübsch ist das einfach. Jenny, ich raste aus. Da ist auch eine Karte. Oh, ist die schön. Ich hol mal alles raus. Wir sehen uns gleich wieder mit der Karte. Leute, ich bin jetzt schon so geplättet. Auf der Karte steht. Einmal für einen ganz besonders lieben Menschen. Du bist toll. Jenny, zu 1000 Millionen unendlich Prozent zurück an dich an dieser Stelle. Und dann schreibt sie, liebe Katrin, lange hat's gedauert, aber nun habe ich endlich deinen Kalender fertig gebastelt. Mein Gott, Schatz, aber richtig gebastelt. Alle Kalender, die ich habe, waren zu klein für die vielen tollen Produkte. Ich kenne das. Du kannst die einzelnen Türchen alle wiederverwenden oder verschenken. So, nun aber ganz viel Spaß beim Auspacken. Let's go. Oh, Jenny, ey, ich bin jetzt schon so gerührt über die Mühe und die Arbeit, die du dir gemacht hast. Und auch wie kreativ einfach. Also, ich bin jetzt schon richtig sprachlos einfach. Und, ach ja, Jenny Maus, du bist einfach toll. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, bevor ich euch wieder zulabere. Also Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt, das sind auch so viele wunderschöne Päckchen. Ich kriege die gar nicht hier hin. Also wir sind voll und so liebevoll gemacht. Einfach, Jenny, mir schmilzt gerade das Herz. Ich bin fassungslos. Ich habe hier Türchen Nummer 1 und... ich weiß nicht, wie weit es geht, weil wie gesagt, es passt nicht alles hier raus. Ich habe mal 1 bis 6 jetzt hier hingestellt und Türchen Nummer 1 bis
6 oder 9 sehen alle so aus. Wir gucken jetzt mal rein, was in Tisch Nummer 1 ist. Auch diese Idee dahinter, so cool. Oh. Dann hat sie ganz viel buntes Rüsselpapier da drin. Und wir wühlen. Jenny, da sind 2 Sachen. Was ist das? Oh, du süße Maus. Ach, hör auf. Ich will nichts vergessen. Ach, wie cool ist das denn? Ich werde diese Türchen auf jeden Fall weiterverwenden, weil wie cool ist das bitte? Ach je, in Türchen Nummer 1, wie gesagt, haben wir gleich 2 Sachen. Und zwar, sie weiß, ich mag Nuxi so gerne. Und hier haben wir etwas drin, und zwar ein Face Cleansing and Make-up Remover Gel. Richtig cool, 15 ml einfach, und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und wie cool ist das denn von Maybelline New York? Ah, so ein Tattoo Liner in einer richtig coolen Farbe, in so einem Metallic Blau-Grün, richtig cool. Und Jenny ist ja auch so ein süßer, farbenfroher Mensch und haut da immer Make-up-Looks raus. Meine Güte, also deine Augen-Make-ups, da bin ich manchmal richtig neidisch drauf. Auf jeden Fall ist der einmal da drin und der wird auch mega gerne verwendet und getestet. Und wir gehen weiter zu Türchen Nummer 2. Oh, ich bin jetzt schon... Ah, Türchen Nummer 2, das ist schon ein schöner Auftakt gewesen. Sieht auch so süß aus und hat auch überall diese Puschels dahin gemacht. Und es kommt wieder... Ach ja, wie cool. Oh, Jenny, wie geil ist das denn? Sehr cool. Ah, da freue ich mich richtig drüber. In Türchen Nummer 2 hat sie mir was reingemacht, was ich richtig spannend fand. Und zwar von Fräulein B. so ein Make-up-Remover-Pad. Und das fand ich so interessant. Und ich mag halt diese Make-up-Abschminksachen voll gerne, also wo ihr so wiederverwenden könnt. Und ich hatte damals so einen blöden Klopfer drin anstatt diesem Ding, wo ich mich voll geärgert habe. Und jetzt habe ich das einfach. Und ich fand das so cool, weil das so ein bisschen dicker ist. Und oh, da freue ich mich riesig drüber. Da hast du mir schon eine Riesenfreude gemacht, weil sowas kann man immer, immer, immer gebrauchen. Und mega, mega, sehr geil. Jetzt habe ich das einfach. Ich danke dir. Türchen Nummer 3. Oh, ich bin jetzt schon wieder hin und weg. Tisch Nummer 3 mit einem weißen und einem Tannenbäumchen ist da drauf. Auch diese Aufkleber, so putzig einfach. Oh Mann. Okay, wir haben schwarzes Krisselpapier enthalten. Ich wühle. Okay. Ich raschle wahrscheinlich hier, ne? Tut mir leid. Türchen Nummer 3 haben wir. Ah, ein festes Shampoo, wie cool. Von Santé Naturkosmetik ist das. Mit Bio-Birkenblatt und pflanzlichem Protein. Ein Glanzshampoo. Richtig cool. Wie riecht das? Ich muss immer schnuppern. Oh, das riecht aber wahnsinnig gut. Oh, das riecht richtig gut. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe immer noch kein festes Shampoo benutzt. Und freue mich da aber riesig auch drüber, weil ich das richtig cool finde. Und es riecht halt wahnsinnig gut. Also auch dafür vielen Dank. Und ach, ich bin auf jeden Fall schon mega happy. Ich packe da immer so geniale Sachen rein. Und wir sind erst bei Tisch Nummer 4. Das einmal hier ist mit einer gelben Schleife und so einem süßen kleinen Nikolaus drauf. Richtig süß. Und haben wir in Türchen Nummer 4. Jetzt wird es wieder ein bisschen bunter mit dem Grissel. Ich feiere diesen Kalender so übel. Was? Fitness Healthcare. Okay, das sagt mir leider nichts. Wie cool ist das denn? Eine Day and Night Cream mit Bio-Aprikosen-Kernöl. Bio-Mandelöl, Bio-Shea-Butter und Bio-Aloe-Vera. Da bin ich ja sofort dabei. Richtig cool. Wie siehst du aus? Wir checken das einmal natürlich. Ach, wie cool. So ein Pumpi ist das. Ja, sowas mag ich gerne. 30 ml drin. Da bin ich mal richtig gespannt drauf. Und für Tag und für Nacht ist ja richtig cool.
bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich hoffe, das ist noch ein bisschen länger haltbar. Nein, 2021, aber bis Oktober. Aber dann stelle ich das mal zur Seite, dass ich auch dran denke, das zu benutzen. Nicht so, so bei Bio-Sachen muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass die nicht in den Tiefen verschwinden. Aber voll das spannende Produkt, freue ich mich richtig drüber. Danke dir. Ich darf nicht so viel labern, ne? So, Türchen Nummer 5 ist einmal hier. So ein kleines Rähnchen. Hoffentlich auch wieder in Gelb. Wir haben schwarzes Kristallpapier. Was ist das? Ach, hör auf. Nein, ne? Jenny, du bist so süß. Du bist so ein Schatz. Wirklich. Da hat sie mir Augenpads reingemacht. Hier von Hollywood Skin. Einmal diese gelben. Anti-Wrinkle, richtig cool, mit Kollagen und Vitamin E. Und einmal Moisture, sehr geil, mit Hyaluronsäure, Pro-Vitamin B5. Sehr cool, freue ich mich richtig drüber und ich mag diese Augenpads halt voll gerne. Hollywood Skin habe ich noch nichts von probiert. Bin ich gespannt drauf, ich werde berichten und cool, mega. Und dann einfach zweimal da reingepackt, so süße Maus. Ach du Gott, wir sind schon bei Nikolaus einfach. Nummer 6. Das geht so schnell, ich sag's euch. Nummer 6 ist einmal hier. Wir haben wieder dieses süße Rentier und eine rote Schleife. Das ist eigentlich viel zu schade, um diesen Kalender zu zerstören. Das ist wieder, der Kalender ist einfach schon wieder mein Highlight schlechthin. Ach Gott, ach du ahnst es nicht. Oh, du Süße, ich sehe schon. Oh, du bist so genial. Ach Gott, da haben wir ja aber eine volle Packung Liebe drin. Ah, du Süße, ey. Guckt euch das an. Und was ist denn das für eine geile Nummer 6? Richtig cool. Wir haben hier Badesalz drin. Von Kneipp, alle drei. Und wie süß sehen die bitte aus. Wir haben hier so einen kleinen Bär mit All I Want for Christmas Is. Und dann könnt ihr was eintragen. Süße Mandel und Räubusch. Und dann haben wir Warm Up. Ist Sternanis und Maronen. Oh mein. Mache ich leider nichts durch. Und guck mal, dieses kleine Rentier auch da drauf. So süß. Und dann dieser kleine Pinguin. Frostbeulenbad mit Ingwer. Oh, Frostbeulenbad ist genau das Richtige für mich. Und ich liebe es, im Winter zu baden. Ich bin so dieser... Ja, im Sommer gehe ich nicht baden irgendwie, aber dafür im Winter wird das alles nachgeholt. Und bin ich richtig gespannt drauf, gerade auf dieses Frostbeulenbad. Finde ich richtig cool. Und wie süß sind die Sachen einfach. Oh Mann, danke Schatz. Das ist so süß. Okay, 7, 8, 9 und 10 habe ich nochmal rausgepickt. Kommen jetzt auch in diesen Tütchen hier. Die Nummer 7 hat einen kleinen Engel drauf. Ein blaues Schleifchen. Das ist aufregend immer, ne? Ihr wollt ja eigentlich nur sehen, was immer in den Tütchen ist. Aber für mich ist da voll die Freude, das hier auszupacken. Und gerade wenn man so, so liebe ja, Kollegen... Kolleginnen hat, ach, da freut man sich immer mega, mega mäßig drüber und ich krieg hier einen Anfall, ne? Was ist das denn Geiles? Ah, wie cool, das ist auch aus diesem, ah, da hatte ich, also ich kenne Jollyfine auch nur von ihren Videos, weil sie da auch Kalender von ausgepackt hat und so und oh mein Gott. Gott, sie hat mir da den Handbalsam von reingemacht und zart duftender Handbalsam pflegt die Haut sanft weich und streichelt zart, wird sparsam verwendet und zieht schnell ein, ohne einen klebrigen Film zu hinterlassen. Leute, können wir auch kurz diese geile Verpackung würdigen? Richtig cool. Ich weiß nicht, ist da Shea-Butter oder irgendwas drin, weil das so irgendwas abgebildet ist? Hm. Ich weiß es nicht, aber mega. Und guckt euch mal bitte den Flakon auch einfach an. Und das ist, wie viel ist denn da drin? 30 Milliliter, das fühlt sich so schwer an. Richtig cool und freue ich mich drauf, was davon auszuprobieren. Und sehr geil. Danke, Jenny. Und Handbalsam, bei mir geht mega immer.
heute, da ist einfach noch was drin. Ich dachte, das ist nicht so schwer. Das ist nicht dein Ernst, ne? Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nichts vergesse. Ach, das ist dein... Sie hat mir noch was reingepackt, und zwar diese Nagelhautbutter mit Raupenöl und Shea-Butter, auch von Jollyfeen. Richtig cool. Oh, Jenny, du bist ein Schatz. Ich danke dir. Ich wollte schon wieder schnuppern und testen. Richtig geil. Oh, ich mag sowas so gerne. Ich habe im Moment so ein Zeug für Lippen und Nagelhaut, weil die bei mir auch immer so übelst trocken ist. Und boah, das ist gerade so voll das Highlight, weil ich auch voll neugierig auf die Produkte bin. Jenny, tausend Dank, und wirklich, oh mein Gott, ich bin jetzt schon wieder hin und weg, und ich habe es geahnt. Ich habe es irgendwie geahnt, weil Jenny, ach, ich gehe jetzt einfach mal zur Nummer 8 über, bevor ich hier wieder meine Ausraster kriege. Nummer 8 kommt mit einem weißen Schleifchen und einem kleinen Christkind, was den Tannenbaum hochklettert. Es sind Papier da drin, und was ist das? Das ist groß. Ach nein, Jenny. Das ist echt der Wahnsinn, wirklich. Ach, wie cool. Von Jeffree Star hat sie mir diese Beauty Blender Sponges reingepackt. Richtig cool, von Morphe mit dieser Zusammenarbeit. Genial. Und da habe ich letztens auch noch gestöbert auf der Seite, und da waren die, glaube ich, schon ausverkauft, und die Palette war ausverkauft, was mich tierisch geärgert hat. Und ich dachte, oh, aber ich hatte da noch was bestellt, und dann hatte ich überlegt, ob ich mir die bestelle, und kurz darauf später war einfach alles ausverkauft, und dann habe ich mich geärgert. Deswegen freue ich mich riesig, und deswegen tatsche ich da auch schon dran rum, weil ich voll neugierig bin. Da sind so zwei kleine dabei. Mein Gott, fühlen die sich gut an. Die fühlen sich genial, gut an, schön weich, jetzt schon. Die haben halt so eine abgeschrägte Kante, so schön für unter die Augen. Und bah, Jenny, wirklich, ich krieg hier gerade einen Anfall vor Freude. Schatzi, genial, cool. Leute, schreibt mir bitte, wie genial, cool diese ganzen Produkte bis Türchen Nummer 8 jetzt waren. Das ist ja der Wahnsinn, und wir haben noch so viele vor uns. Türchen Nummer 9 ist einmal hier mit einem grünen Schleifchen. Boah, das ist bis jetzt der beste Kalender, den ich ausgepackt habe. Will ich nur mal festhalten. Und das ist geil. Oh, Jenny. Traum. Richtig cool. Ein tolles Produkt hat sie mir reingemacht von L'Oreal Botanicals Fresh Care. Dieses Lavendelzeug hierfür auf die Kopfhaut zu machen. Und ich habe das, und ich habe das in Anwendung, und ich finde das richtig gut. Das beruhigt eure Kopfhaut so, und das macht ihr einfach vor dem Shampoo drauf und könnt danach eure Haare waschen. Ich finde das richtig genial gut, und ich glaube, ich hätte mir das tatsächlich auch nachgekauft, weil mir das richtig gut hilft. Und jetzt habe ich es einfach nochmal. Cool. Wenn meins fertig ist, wird das auf jeden Fall verwendet werden, weil so für zwischendurch finde ich das so genial. Einfach so wie so eine kleine Kur für die Kopfhaut ist das richtig cool. Vielen Dank auch. Ich würde euch so gern die Sachen einfach irgendwo aufstellen, dass ihr die im Hintergrund seht. Aber ich brauche noch irgendeinen Tisch oder so. Naja, weiter geht's zur Nummer 10. Das ist einmal das mit einem roten Schleifchen. Wir haben wieder das Rentier. Und das fühlt sich ziemlich schwer an. Wir haben Kristallpapier, und da hat sie schon wieder zwei Produkte reingetan. Jenny, Schatz. Sag mal, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Jenny, dein, wirklich, hier kommen zwei Sachen raus von 11. Einmal ein Highlighter. Welche Farbe ist das? Starlight Glow. Ich glaube, den habe ich nicht. Ich habe einen anderen davon. Und die sind richtig
richtig genial gut. Richtig genial gut. Also ich guck mal gerade. Okay, ich korrigiere. Ich habe tatsächlich dieselbe Farbe. Starlight Glow. Ach, du ahnst es nicht. Und guck mal, ich hoffe, man kann schon diese Kuhle erkennen, weil der ist so richtig geliebt von mir. Da ist wirklich, und ihr wisst, ich habe viel Make-up und da ist echt schon so eine Kuhle drin. Und guckt euch den mal an. Also der ist ein richtig cooler, ja, goldfarbener, schimmernder Highlight. Ich packe euch den mal dahin. Ich muss ich ja nicht den neuen jetzt auch mal. Seht ihr das? Und der ist ganz butterweich und ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Highlighter. Kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, da ist schon eine Kuhle drin. Also alles gut. Ich liebe ihn. Ich freue mich natürlich auch dann. Siehst du, wie du meinen Geschmack getroffen hast? Weil, hallo. Und, ach, ey, du bist genial. Und dann hat sie mir da noch was reingepackt und deswegen lache ich gerade. Ich würde am liebsten mein Handy gerade holen und euch meinen Warenkorb bei Douglas zeigen. Da ist nämlich eine Sache drin. Wirklich, die ist schon da drin, zum Kauf bereit. Und zwar ist das hier ein Oil Control Primer Mist. Und der hat mich voll interessiert. Und ich kann euch ja jetzt schlecht mein Handy zeigen, aber ich würde es so gern machen, weil es so zu 1000% wieder mein Geschmack getroffen ist, was mich so fasziniert und richtig cool. Die zwei Produkte, der Wahnsinn, Schatz. Wirklich, die anderen auch, aber da komme ich nicht drüber weg gerade. Wirklich, ich hätte das vielleicht die Tage noch gekauft. Das ist echt, du bist der Knaller, Schatz. Bin gerade erleichtert, dass ich den Kalender vorher ausgepackt. Wie genial ist der bis jetzt? Wirklich, Leute, genial. Wir kommen zu Türchen Nummer 11 und jetzt geht's los mit wirklich. Wie süß ist das bitte? Wie süß ist das bitte? Ich sterbe für diese kleine Tüte. Und, boah, Jenny. Ey, ich bin froh, dass die ganzen Sachen nicht irgendwo reingepasst haben, weil sonst hätte ich das alles nicht gekriegt und ich möchte das nicht zerstören. Deswegen hole ich mal hier eine große Schere. Und wir schnitzeln das zusammen auf. Jetzt kommt wieder Griffel. Ich muss erstmal gehen. Ich habe es gefunden. Ach komm. Jenny, was hast du mir hier wieder für einen geilen Kalender zusammengebastelt? Also, ich hätte ja schon gern damals die Box, die sie mir einfach mal zugeschickt hat, gerne ins Abo geholt, weil die so genial gut war. Und jetzt haut die nochmal hier so Sachen raus. Mann, du Süße, ey. Wir haben hier. Ach, ich werde bekloppt, ne? Von Bella Pierre etwas in so einem kleinen Organza-Säckchen. Ich glaube, die Farbe passt, denn wir haben eine Foundation als Stick. Und dazu haben wir, das könnte ein bisschen schwierig werden, einen Concealer. Der ist mir wahrscheinlich zu hell. Also der wird mir zu hell sein, weil ich brauche ja immer ein bisschen dunkler. Da wäre ich vorsichtig, aber Foundation. Ich kann schon nicht mehr reden, aber Foundation Stick ist ja mega cool. Und das war Türchen Nummer 11. Wahnsinn, ne? Türchen Nummer 12. Einmal hier. Und wir haben einfach Halbzeit. Und wirklich, ich hätte nur 12 Türchen Kalender gebraucht. Sag ich dir ganz ehrlich, der ist ja wahnsinnig cool. Mann. Ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, das wird. Oh nee, da sind schon wieder zwei Sachen drin. Nee, da sind einfach drei Sachen drin. Jenny! Ach, wie geil ist das? Nee, ne? Sie hat mir von Thies drei Sachen reingepackt. Und oh, Thies hat ja Verpackung, ne? Holla, die Waldfee. Wir haben hier einmal High Gloss Finish. Ein Nagellack. In More Than Mauve. Ach, der ist ja cool. So ein lila Ton. Ist so eine Kugel drin, muss man ein bisschen schütteln. Ach, ist das eine coole Farbe, oder?
Also gefällt mir richtig cool. Richtig cool, ja, richtig gut. Und ich mag sowas ja auch mega gern auf den Füßen, aber den kann ich mir auch gut vorstellen auf den Fingernägeln. Der darf einziehen, der ist richtig cool, die Farbe. Ich stehe ja auf sowas. Und dann hat sie mir hier etwas reingetan. Precision Tip. Ist das ein Eyeliner? Ja, mega. Ein Eyeliner in Black Deluxe. Oh mein Gott. Okay, da gucken wir natürlich auch rein. Was ist das andere? Oh, ist der schön. Mein Gott, den will man ja gar nicht benutzen. Guckt euch das mal an. Mit so einer Filzspitze. Und ich mag diese am allerliebsten mit diesen Filzspitzen und komme damit einfach am besten klar. Bin gespannt, wie der ist. Von Thies hatte ich ja noch gar nicht einen Eyeliner oder so. Und oh, allein die Verpackung. Ein kleines Verpackungsopfer wieder, aber geil. Und dann ist natürlich noch was drin. Black Deluxe auch. Das wird ein Kajal sein, aber guckt euch das mal an. Auch hier mit den Rosen, lila Rosen einfach drauf. Ein schwarzer Kajalstift. Mega cool, mega cool. Ich freue mich wahnsinnig. Ach Gott, ist das. Mir bleibt wieder, ich wusste, das wird so weit kommen, dass ich wieder sprachlos bin. Ich wusste das. Oh Mann. Ich versuche mich aber wirklich zusammenzureißen und das Video für euch zu drehen. Aber das ist halt immer so, man packt ja selber aus und freut sich. Und da immer noch dran zu denken, ist manchmal nicht so einfach, du. So, das war Nummer 12. Ich bin wieder fix und fertig. Danke. Nummer 13, wieder so ein süßes Ding. Und da gucken wir natürlich auch rein. Wir gucken in alle Türchen, natürlich. Aber Leute, ich sag euch, da sind noch Riesenfotzen einfach drin. Ich hab echt Angst. Ach nein. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Richtig, 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 richtig cool. Wir haben hier wieder so ein süßes Organza-Säckchen drin. Oh, mega. Wir haben von hier diesem Herbazin, heißt das. Okay, als erstes auf jeden Fall ein Lippenbalsam. Den kann ich sofort eigentlich gebrauchen. Ich habe so trockene Lippen im Moment. Mit Kamille. Bin ich gespannt, wie der ist. Denn sie hat mir noch was reingemacht. Und zwar zwei Handcremes. Einmal Kamille und Intensivpflegecreme mit Aloe Vera und eine mit Kamille und mit Glycerin in Original. Und Leute, davon hat die Miri mir mal in eine Box auch Handcreme reingemacht. Ich liebe die. Ich liebe diese Handcreme. Die ist so genial gut. Ich habe die mit Lavendel im Moment im Bad stehen. Ich weiß nicht, für empfindliche Haut, Schutz und Pflege. Ich gehe mal in die Original rein. Ich habe eh wieder so schlimme trockene Hände und bin gespannt, wie die ist. Okay, die ist ein bisschen weicher von der Konsistenz her. Die riecht auf jeden Fall. Ich muss jetzt alles erstmal austesten. Riecht mega lecker nach Kamille, so richtig schön frisch. Und ja. Sie pflegt genauso genial gut und die zieht auch einfach so schnell ein und hinterlässt so tolle Hände. Ich weiß nicht, ihr habt das ja vorher gesehen, wie trocken das war. Und wie gesagt, die ist jetzt schon so gut wie eingezogen. Die hinterlässt auch nicht diesen ekelhaft fettigen Film oder so. Ich liebe diese Handcreme richtig genial gut. Damit hast du mir eine Riesenfreude schon gemacht. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und Leute, ich wünschte, ihr könntet das sehen. Hier liegt ja alles so vor mir und wenn ich in die Kamera gucke, dann starre ich einfach die ganzen tollen Sachen an. Nummer 14 ist einmal hier. Oh, die riecht so gut, ne? Nummer 14. Da kommt wieder was Deckung. Jenny! Die hat mir hier echt so geniale. Nein, 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 nein. Jenny, feier, feier, feier. Oh, wie cool.
Sie hat mir von Rival Loves Me aus dieser einen Edition, wo ich nichts gekauft habe, obwohl ich es schon im Einkaufswägelchen hatte und alles wieder zurückgepackt hatte, hat sie mir was gegeben. Und zwar diesen Make-up Converter Drops. Und die fand ich so interessant. Aber wirklich, dann hat man das Zeug und dann soll ich mir das wirklich kaufen? Nein, Katrin, du hast so viel. Jetzt leg die Sachen zurück. Du hast schon den ganzen Einkaufswagen gefunden. Das zurückgelegt, habe mich dann geärgert. So, auf jeden Fall sind das Tropfen, die ihr ins Make-up reinmachen könnt. Und dieses Make-up, genau, ja, wasserfest macht. Ich dachte schon nicht, dass ich falsch bin, aber genau. Die machen euer Make-up angeblich wasserfest. Fand ich super interessant. Und freue ich mich, dass ich die jetzt habe. Richtig cool. Und dann haben wir was mega Hübsches da drin. Leute, wie hübsch ist er denn? Alberte. Oh mein Gott, ist der hübsch. Ein Schimmerrouge. Secret Rose. Erstens ist dieses Ding einfach wunderschön. Ich werde echt noch Naturkosmetik-Fan, ich sage es euch. Die Farben sind ja der Hammer. Nee, da muss ich reingehen. Wir haben drei verschiedene. Ach Gott. Ach, und das fühlt sich schon mal megamäßig an. Ganz wie Butter. Ach, und da ist Pigment dahinter. Halleluja. Und was eine tolle Farbe. Ich versuche das mal gerade zu mischen und aufzutragen. Ja, dann wird es heller. Oh, und ich liebe ja so Schimmerrouge und sowas. Oh mein Gott, und fühlt der sich toll an. Also Wahnsinn. Der kommt auch gleich auf den Schminktisch und mega cool. 15. Ach, ich kann nicht zu jedem Produkt jetzt immer... Ich reiße mich ja zusammen. Wir haben pinkes Grisselpapier. Na, da ist noch was von Tief drin. Ach, nee, ne? Ich hab so, stattest mich hier komplett aus. Ach, wie cool ist das denn, ne? Also, wir haben wieder zwei Sachen, ne? Johnny, so eine Sache. Hast kein Bock drauf. Danke dir, Mann. Wir haben Island Paletten Eyeshadow Long Lasting. Fontys natürlich. Paradise Bird. Was ist das? Und ein Blush. Ach Gott, ist der hübsch. Guck mal. Leute, wirklich, also Packaging ist ja, also, boah. Wie hübsch ist er denn? Oh, der ist aber hübsch. In so einem, ja, Khaki-Braun. Oh mein Gott, und der fühlt sich toll an. Ich kann jetzt nicht in alles reingehen, aber... Oh mein Gott, was ist das denn? Hat der eine Qualität? Also richtig genial. Der ist richtig cool. Richtig cool. Und der darf auch gerne als Single Eyeshadow bei mir einziehen. Der fühlt sich wahnsinnig cool an. Meine Güte. Und guck mal, wie leicht der sich schon verblenden lässt und trotzdem diese Farbintensität hat. Wow. Wow, wow, wow. Schätzelein. Dann haben wir, habe ich hier noch irgendwo ein Tuch, ja. Dann haben wir noch ein Blush da drin. Flirty Pink. Denn ich habe ein bisschen Angst. Flirty Pink. Ach, du lieber, ja. Das ist auch so ein schön. Oh, mit Flamingos drauf. Och, Mensch. Also, boah. Ist das ein Creme Rouge? Der sieht so cremig aus. Creme Rougeig aus, ja. Creme Blush, ja, ein Creme Blush. Wie cool ist er denn? Richtig hübsch, ne? Ach, so ein tolles Packaging. Ey, ich bin richtig begeistert. Ich liebe diesen Eyeshadow übrigens. Der ist ja mega, 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 mega. Ich muss ja noch ein paar Türchen auspacken. Ich muss mich hier echt zusammenreißen, du. Nummer 16. Dieser süße Nikolaus, ne? Schwarzes, ganz viel schwarzes Grisselpapier. Ich spiele mich durch. Es tut mir leid, wenn es zu viel kraschelt. Ich habe vor lauter Euphorie gar nicht drüber nachgedacht. Einmal das drin. Und das sieht mir aus, als wären das Ampullen von Janssen Cosmetics. Ja, das sind
3 Ampullen, a 2 Milliliter. Und dann kommt das hier. Oh mein Gott. Wie teuer sind die? Hier ist eine Packungsbeilage. Leute, habt ihr das gesehen beim Aufmachen? Luxus. Ich fühle mich luxuriös. Die will man ja schon gar nicht benutzen. Ach, so blaue Flüssigkeit ist drin. So, erzählt mir, was könnt ihr? Jenny, was können die? Sollt ihr nicht trinken? Ja, das finde ich immer so süß, dass das draufsteht. Shine. Brilliant Shine. Geben die mir Shine, sehe ich dann hübsch aus. Also das sind so Ampullen, die einem so ein bisschen mehr Glanz verleihen sollen. Richtig cool. Und das war die 16. Wir gehen über zur 17. Und in der Nummer 17 haben wir etwas Riesiges. 50 Milliliter. Ach, du ahnst es nicht. Da brauche ich gar nicht gucken, ob da sonst noch was drin ist, weil das wäre wahnsinnig. Wir haben von Louis Widmer etwas, und zwar eine Gesichtscreme. Remedem. Gesichtscreme. UV20 für sehr trockene Haut. Thank you. Wirklich perfekt. Nährt, reichhaltig und schützt. Anti-Aging, Vitaminkomplex und Urea. Und ich bin heiß drauf. Louis Widmer ist eine richtig tolle Marke und eine richtig teure Marke. Mai. So sieht der Pott einmal auf. Und wisst ihr, woran ihr seht, dass Sachen noch teuer sind? Wenn sie noch einen extra Spatel dabei haben. Oh mein Gott. Also richtig cool. Da freue ich mich. Jenny, ich brauche nicht mehr sagen, dass ich mich hier über irgendwas freue, weil genial. Tausend Dank, wirklich. Meine Hände danken dir gerade auch. Die fühlen sich so mega. Ich liebe diese Handcreme einfach. Und bis jetzt alle Produkte. Ich bin sprachlos. Nummer 18. Nummer 18. Sind wieder Ampullen. Du Wahnsinnige, wirklich, du Wahnsinnige. Das sind 2 Ampullen, a 2 Milliliter von Jean Darcel. Moisture. Hydratisierende Ampullen und auch eine wahnsinnig tolle Marke. Davon hatte ich noch keine Ampullen. Tausend Dank, Süße. Wie gesagt, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, schreibt mir in die Kommentare, das ist der beste Adventskalender, den ich bis jetzt hatte. Definitiv. Nummer 19. Ich habe die Speicherkarte jetzt eh gleich schon wieder voll. Was soll ich dazu noch sagen? Überall einfach nur 2 oder 3 Sachen drin. Als erstes haben wir einen wunderschönen mintpinken Nagellack. Oh, und den hatte ich schon mal irgendwo gesehen. Der hat so ein Bambusdeckelchen und ist irgendwie also vegan und keine Ahnung und vor Gebrauch gut schütteln. Und mit Kokosnuss. Natural Coconut Inside irgendwie. Und ich glaube, nee, er riecht nach Nagellack. Aber wie hübsch ist er denn? Von Terre Beauté. Richtig hübsch. Auch die Farbe, auch das würde ja jetzt perfekt eigentlich zu meinem Pulli passen, ne? Richtig cool. Aber dann haut sie da noch was rein, ne? Und Leute, Barbour ist auch am Start. Jenny! Und zwar ein Lippenöl 02 Pink Magenta. Ich mag ja Lippenöl richtig gern. Das kommt einmal in so einem richtig coolen Pink daher. Oh, das ist echt pink, du. Ich brauche einen Spiegel. Moment. So, tada, da bin ich wieder. Ich liebe ihn und er riecht nach irgendetwas Leckerem. Ich glaube nach Wassermelone. Der riecht nach Wassermelone. Kann das sein?
Oh mein Gott, ich liebe ihn. Und guckt mal, wie der trägt sich so angenehm. Ich mag die Farbe auch mega gerne. Richtig cool. Und meine Lippen fühlen sich toll an. Jenny, tausend Dank. Und siehst du, ich habe gleich getestet, bevor du wieder mit mir schimpfst, dass ich meine lila Lippenstifte nicht teste. Oh Mann, ich bin komplett hin und weg und ich kann auch wieder richtig reden, weil meine Lippen jetzt schön durchfeuchtet sind. Und aber Leute, bitte, der ist wunderschön. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts an Zähnen hängen oder so, aber ist ja nicht traumhaft schön und er riecht einfach nach Wassermelone. Ich habe einen Wassermelonenduft hier in der Nase, ich raste richtig aus. So, meine Lieben, wir waren bei der Nummer 20 angelangt und meine Speicherkarte war mal wieder voll. Ihr könnt euch also vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe und wie viel ich geredet habe. Denn das ist eine große Speicherkarte. Die war ich jetzt eben mal leer machen. Und ich dachte mir, ich improvisiere einfach ein bisschen, um das ein bisschen zu würdigen, was da einfach alles drin ist. Und ich weiß, man sieht es nicht perfekt, aber einfach, um mal die Fülle zu sehen, die da einfach drin war, dachte ich, ich baue es ein bisschen hinter uns auf Kisten gestapelt, aber naja, besser wie nix. Auf zur 20. Die Nummer 20 ist einmal auch wieder so ein süßes kleines Rentierchen. Leute, ich sag's euch, ich bin wirklich fertig von diesem Kalender. Mir geht so das Herz auf, dass es. So cool alles. Und hier kommt wieder so ein Knaller raus, ne? Wir haben hier vier Mini-Handcremes. Travel Exclusive. Richtig cool. Von Pink. Nee. Oh mein Gott, die heißen alle anders. Duft and Doft heißt die Marke, glaube ich. Wir haben Sophie So, Soapy, Stockholm Rose, Pink Breeze und Sugar Delight. Das sind verschiedene Handcremes in alle sollen nourishing sein. Ja, und werden wahrscheinlich alle unterschiedlich riechen. Ich hole die mal da raus. Wir haben einmal hier, ach, die sind auch so hübsch, ne? Hier ist Stockholm Rose. Dann haben wir Sugar Delight, Pink Breeze and Sophie Soapy. Also richtig cool, so vier kleine Handcremes und ich liebe die ja für in Jacken, also wenn ihr eine Jacke anhabt oder so, die da rein zu schmeißen und dann habt ihr, wenn ihr euch im Winter so in die Jackentasche fasst, einfach gleich so eine Handcreme und dann denkt man auch dran, die zu benutzen und ich liebe sowas und deswegen freue ich mich da auch mega drüber, in so tollen Duftrichtungen, bin ich richtig gespannt drauf. Einmal das und auch das packen wir vorsichtig, damit nichts umfällt hinten hin. Und Leute, die Kiste, auf der das Ganze steht, da war der Kalender drin. Und dann habe ich gerade noch die Türchen da rausgeholt. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Aber jetzt kommen einfach nur noch, ich habe richtig Angst, ne? Aber es kommen nur noch riesige Tüten. Und es geht weiter mit der Nummer 21. Ich meine, nicht, als hätte das nicht schon gelangt. Sind fast zwei Adventskalender, weil ja auch überall einfach mal zwei Sachen drin waren. Nö, jetzt kommt, jetzt fängt Jenny erst richtig an. Jetzt geht's los, glaube ich. Ah, das ist nicht, ich hab's gefunden. Das ist nicht dein Ernst. Ganz zum Beispiel, warum die Tüte so schwer ist. Leute, guck mal, was die da reingemacht hat. Jenny! Ein Body Splash einfach von Bruno Banani. Not for everybody. Dangerous Woman. 250 Milliliter. Jenny und ich haben eigentlich so denselben Geschmack. Und da steht Mysterious Coconut drauf. Schatzi, riecht das nach Kokosnuss? Hast du das schon geschnuppert? Kennst du das? Oh, das riecht gut. Oh ja, das gefällt mir. Ich weiß nicht, das riecht so nach Parfüm. Jetzt nicht nach Kokosnuss, würde ich nicht sagen, aber es riecht nach einem leckeren Parfüm. Auf jeden Fall.
Mysterious Coconut. Ich werd bekloppt, Jenny. Ich werd bekloppt. Du hast hier Dinger reingehauen. Mega cool. Ich platziere es vorsichtig da hinten bei den anderen Schätzen. Nummer 22. Ich liebe übrigens auch dieses Lippenöl einfach wahnsinnig. Und ich liebe auch die Farbe. Ich habe mir das jetzt auch mal im Spiegel angeguckt und nicht so in der Kamera. Ich liebe das. Die Farbe ist so richtig schön. Da ist was Riesiges drin, ne? Ich habe nur Kneipp schon gelesen. Tut mir leid, wenn ich raschele. Ach, nee, ne. Das liebe Jenny, das ist doch eine wahnsinnige. Also ich kann da nichts mehr zu sagen. Guckt euch das mal an. Einfach dreimal. Drei Sachen sind da drin. Und zwar ein ganzes Päckchen. Duschglück, Aroma, Pflegedusche und Cremedusche. Wir haben Lebensfreude. Oh mein Gott. Mit Zitrone. Dann haben wir hautzarte Verwöhnung mit Mandelöl. Und gute Laune mit Grapefruit. Wie geil ist das denn bitte? Also, ja, hinten hätte es auch drauf gestanden. Ich will mal gucken. Ich bin komplett durch. Vielleicht merkt ihr das, weil ich freue mich einfach so riesig. Und oh mein Gott, ich bin richtig gespannt darauf. Kann euch gar nicht sagen, auf was ich mich mehr freue. Und richtig, richtig cool. Auch die Verpackung ist so hübsch. Einfach Duschglück. Ich feiere es total. Ich gehe kaputt. Mandel. Ich glaube, Mandelöl ist das. Mandelmilch. Ach, die hören sich alle gut an. Ich liebe ja auch Zitronen und so. Deswegen einmal nochmal vorsichtig. Wenn das gleich hier ist, seht das vielleicht, dass es so etwas schwankt. Mann. Ich. Sprachlos. Gehen wir jetzt zur Nummer 23. So. Wieder voll, ne? Das Ding ist einfach wieder voll. Wir zoffeln als erstes einmal das raus. Eine Maske von Kokostar. Camouflage Series, okay. Moisturize and Firm Pressed Skin. Was? Pressed Mask. Ist die für Pressed? Ist das nicht Brust? Ja! Jenny! Okay, was? Was? Was ist das? Okay, das sind so Pads, die ihr euch wohl auf die Brust machen soll. Und dann danach das Serum einmassieren. Okay, das habe ich noch nie verwendet. Ich werde es zusammen mit der Arschmaske testen. Wie cool ist das denn? Also da bin ich auch mal richtig gespannt. Was soll die denn können? Ja, soll einfach... ich greife da jetzt automatisch hin, ne? Soll hydratisieren und firm pressed skin. Keine Ahnung. Also, ich bin gespannt. Also, das teste ich auf jeden Fall zusammen mit der Arschmaske. Ich würde so gerne ein Video dazu machen, ne? Aber wie cool ist das denn? Einmal das ist da drin. Und dann geht's aber noch weiter. Was haben wir hier? Oh, ein Duschgel. Ach, komm. Aber von Nature Box. Und zwar mit 100% kaltgepresstem Kokosnussöl. Oh mein Gott, da müssen wir natürlich auch dran schnuppern. Oh, ich liebe ja Kokosnuss. Auch da. Oh, das riecht mega. Richtig gut riecht das. Einfach wieder 385 Milliliter Duschgel. Oh mein Gott. Boah, ich glaube, ich stelle mir das. Nee, ich habe irgendein anderes gerade reingestellt ins Bad. Aber das riecht so lecker. Also so gleichzeitig frisch und mit so einem Hauch von Kokosnuss. Richtig cool. Vielen Dank. Ich habe Angst, das da hinzustellen.
Okay, noch hält's. Das hier ist so ein bisschen wie Jenga, wenn ihr vorsichtig so ein Steinchen da rauszieht. Leute, die 24. Wir sind an der 24 und ich hatte einen Riesenspaß bis hierhin. Und die 24 ist mega schwer. Mega schwer. Ich hatte bis jetzt schon so einen Riesenspaß. Ich bin komplett geplättet, aber schreibt mir gerne selber. Also Jenny, du bist ja völlig eskaliert. Wenn jemand zu mir nochmal sagt, ich würde eskalieren, ne? Der kennt dich noch nicht. Das hier ist echt nicht in Worte zu fassen. So, die 24. Ich muss die Boxen schon auf den Schoß holen, damit sie nicht mehr hier hinpasst. Und ihr meint ja nicht, dass da wieder nur eine Sache drin ist, ne? Leute, Leute, Leute. Wir haben hier etwas drin. Richtig cool. Ein 10-in-1 Leave-In-Spray. Für Schein von Unwinded by Hask. White Wine Inspired. Das sieht aus wie so eine Weinflasche. Was ist da drin? Hier steht's. It's time to shine with this white wine infused spritzer with 10 incredible benefits. Es soll Schein geben, es soll weich machen, es soll hydratisieren, Feuchtigkeit spenden, vor Hitze schützen, Frizz eliminieren, mega, nourish, weich machen auch, ne? Entwirren, stärken, weich machen und gegen Haarbruch schützen. Was zur Hölle ist das denn? Ein Multitalent und ich muss schnuppern und es ist so ein bisschen dickflüssiger, okay. Und es riecht nach Friseur, ich liebe es. Also es riecht mega, so diesen typischen Friseurduft. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, aber mega und ich liebe ja sowas für die Haare. Und dann einfach 10 Sachen auf einmal. Ja, das wollen wir Frauen. Alles auf einmal. Ich habe so Angst, hier noch was hinzuplatzieren, ne? Nee, das wird zu schwer. Okay. Da kommt aber noch was. Und zwar, ach, ja, ich liebe es. Ach Gott, da ist noch was drin. Leute, jetzt fängt die an, 3 Sachen einzupacken. Jenny! Ich kann das nicht mehr da draufstellen, es bricht zusammen, dann ist es zu viel. Guckt mal, was wir hier haben. Wir haben einmal ein Shampoo und ein Conditioner. Shampoo von Kliskur, mega, bin ich sofort dabei. Und da haben wir Anti-Splisswunder, Versiegelungsshampoo, mega cool, kann ich super gebrauchen und Kliskur ist richtig gut. Und das ist für splissgeschädigtes Haar. Ich habe heute noch gesagt, hier, meine Haare brauchen das, aber ich kann das nicht mehr da draufstellen, es bricht zusammen. Wirklich, Jenny, du hast so viel da reingepackt, das bricht zusammen. Und hier haben wir dann das von Louis Galvin Natural Looks, ein Pure Shine Conditioner für normales Haar, für Colored Hair auch. Carbon Natural Beauty. Ich habe keine Ahnung. 300 Milliliter einfach. Die Verpackung brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Und richtig faszinierend und ich muss auch da dran mal schnuppern. Ah, das riecht nach irgendwas, was ich kenne, was ich euch jetzt aber nicht sagen kann. Es riecht nicht nach Friseur. Nach irgendwas Süßem, wo ich jetzt nicht drauf komme. Also, keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall haben wir noch einen richtig riesen Conditioner. Auch mit so einem Pumpkopf, richtig cool. Und das bricht zusammen. Das war die Nummer 24. Und jetzt. Und dann versteht ihr mich, was ich meine. Jenny, du bist verrückt. Denn ein normaler Kalender endet so bei 24. 25 lasse ich noch durchgehen, aber nö. Da ist jeden Tag hier noch was drin, ne? Wir haben einmal die 25 und die 26 haben wir einfach auch noch.
Ne? Wenn dann richtig. Oh Leute, ich bin baff. Ich bin wirklich baff. Also 25, wie gesagt, bin ich gerne noch dabei. Aber Jenny, 26 nach so einem Kalender wäre jetzt echt nicht mehr nötig gewesen. Ach. Ich lache, ich grinse, ich freue mich. Okay. Okay. Ihr wollt auch wissen, was da drin ist, ne? Angst, ey, wenn ich hier was vergessen habe, es tut mir so leid. Jenny schreibt mir, wenn du da noch was eingewühlt hast. Sie hat mir einfach noch was richtig Cooles reingepackt. Und zwar so eine kleine, ein kleines Rosen-Special nennen wir das mal. Guckt mal hier. Einmal von Garnier, dieses All-in-One-Micellenwasser mit Rosenwasser drin. Und Rosenwasser habe ich ja neuerdings für mich entdeckt und richtig cool. Ich habe das auch schon einmal hier. Ich habe es noch nicht getestet, also ich hoffe, es ist mega gut. Aber Rosenwasser feiere ich seitdem wahnsinnig. Einfach 400 Milliliter. Wow. Hey Gott, wie viel Sachen einfach. Und dann hat sie mir was richtig Cooles reingepackt noch. Was ich auch super gerne mag. Und zwar ist das eine Hand- und Nagelcreme von Roger & Gallet. Und die sind auch richtig, richtig hochpreisig. Und zwar in Rose. Und auch darüber, ey, freue ich mich wahnsinnig, weil wieder so eine kleine Handcreme, die ich einfach irgendwo in eine Handtasche oder so schmeißen kann, feiere ich auch. Danke. Und die passt noch dahin, ohne dass alles zusammenbricht. Und jetzt sind wir einfach wirklich am Ende. Es sei denn, Jenny hat noch irgendwo was versteckt. Ich traue der Frau nicht mehr. Einmal die 26. Ich bin schon still. Ich wollte gerade sagen, ja, was soll denn jetzt noch kommen, ne? Ich sehe schon, Schatz. Ich sehe schon einfach. Ich sterbe. Von Evo etwas. Und zwar haben wir hier ein Bronzing Puder mit Gold. Ich bin verwirrt. Also das muss ich auf jeden Fall testen. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt richtig golden. Und noch ein kleiner Pinsel dabei. Richtig cool. Es fällt gleich alles. Und dann haben wir hier einfach noch eine Palette drin. Life is a party. Und guckt euch diese, also diese Verpackung, ne? In Gold, in perfektem Gold, was ja mega auch reinpasst und wirklich ein Highlight ist. Und mein Gott, diese Palette ist voll schwer. Ach du lieber Herr, und ist die schön. Jenny, die ist wunderschön. Mit einem Spiegel drin. Und Leute, guckt euch mal die Farben an. Ach du lieber Herr Jemine. Also richtig cool und ich weiß, dass ich Jenny einmal geschrieben habe, ich habe noch nie was von Make-up Obsession ausprobiert und wenn ich jetzt hier noch auf den Trichter komme, du hast mich schon auf Revolution angefixt, Pinkerbällchen hat dann noch ihren Beitrag geleistet und ihr seht, wie oft mittlerweile seitdem ein Haul da hochgeladen worden ist und ach, ist das eine schöne Palette, ne? Leute, ich kann da jetzt nicht reingehen, verzeiht's mir bitte. Das ist ein absolutes Highlight. Die ist wunderschön mit traumhaft tollen Farben. Ich denke, ich werde da einen extra Look zuschminken. Fühlt sich mega hochwertig und wunderschön an. Und Jenny, ganz ehrlich, ich bin wieder nur am Lachen. Es tut mir leid, wenn das Video doch wieder etwas eskaliert ist und chaotischer geworden ist, wie eigentlich geplant. Aber ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos über diese Verpackung allein da reinzugucken und dann jedes Produkt da rauszuziehen. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Schatz, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ich habe dir ja auch ein Kalenderchen gebastelt und ich fühle mich gerade voll schlecht und du hast voll die mega tollen Sachen da reingepackt und ich denke dann so an meinen zurück und denke mir, ah, okay.
Aber ja, ich danke dir auf jeden Fall und ich danke euch allen, wenn ihr jetzt noch hier seid, dass ihr durchgehalten habt. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der lieben Jenny vorbeiguckt, falls ihr sie halt noch nicht kennt, wovon ich gar nicht ausgehe, weil das so eine tolle ist. Und ich gehe mal davon aus, ihr kennt die eh alle. Aber falls noch nicht, huscht rüber und lasst gerne ein Abo dort. Und ich weiß nicht, ganz viel Liebe einfach. Und wenn es euch hier gefallen hat, dann freue ich mich auch über ein Abo und über ein Däumchen nach oben und Kommentare muss es hageln nach diesem Paket. Weil wirklich, ich muss eure Meinung wissen. Das ist doch einfach der Wahnsinn, ne? Ich weiß gar, ich kann mich gar nicht entscheiden, was am tollsten ist. Einigen wir uns drauf, dass es Jenny ist. Und in diesem Sinne, euch allen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin macht's gut und tschüssi!